Weiter geht's bei We Love MMA 56 hier aus München, aus der Olympiahalle. Der ausverkaufte Olympiahalle, das musst du sagen, weil es ist so schön, dass endlich wieder mal richtig die Bude voll ist. Und da freuen wir uns drüber, da hast du recht. Alle freuen sich darüber. Oh, aufpassen. Aufpassen jetzt, das dürfen wir nicht wegschauen. Das Ding kann ganz schnell rum sein. Aber Jakobi, der hat richtig Dampf in den Fäusten und Wilson, wie gesagt, das ist ein abgekochter Hund. Er hat eben schon einen schönen High-Kick getroffen. Oh, die Beine schnell oben bei Chris Wilson. Seine Haltung oben der Fäuste ist natürlich wieder alles andere als orthodox, aber ja, dieser Kämpfer, geboren England, irische Abstammung, lebend in Leipzig. Da muss er. Da muss er die Deckung ranhalten. Ja. Harter Kick gefolgt von der rechten. Und jetzt Wilson im Bedrängnis. Wilson ist richtig in Schwierigkeiten. Jakobi setzt sowas von nach. Und hält ihn unten. Versucht es da so ein Fußhebel. Guck an, Wilson bringt einfach die Beine zwischen sich, zieht sie ganz eng ran und kann ihn dann auch explosiv wegstoßen. Das ist wahrscheinlich auch der Plan. So, was kann Jakobi jetzt machen? Er wird auf alle Fälle erstmal versuchen, sein Bein zu lösen. So, Wilson kommt durch. Und hat das Bein gehabt. Aber das konnte er nicht halten. Frei. Und jetzt ist natürlich schwierig. Jakobi natürlich jetzt in der besseren Position. Ja, Wilson muss auf jeden Fall seine Hände erstmal wieder hochbringen. Umklammern, einhaken und am besten wirklich Cage-Sound in den Rücken sich aufrichten. So, und Jakobi behält die Ruhe. Wilson dreht sich, wird sich jetzt gleich abschieben. So sah es kurz aus. Jetzt macht Jakobi eher das, dass er mit den Füßen schiebt, hinten vom Cage-Sound weg. Bringt Wilson mehr ins Cage rein. Jakobi nimmt sich Zeit. Er versucht, in die richtige Position zu bringen. Und ich bin nur gespannt, ob er versucht, mit Ground and Pound zu arbeiten. Oder ob er uns vielleicht ein bisschen was von seinen BJJ-Fähigkeiten zeigt. Von dem, was ihm der Trainer hoffentlich mitgegeben hat bisher. Kommt da noch eine Hand zu. Wilson klammert, Wilson zieht. Wilson verteidigt gut. Hat bisher noch keinen Schaden nehmen können am Boden. Aber das ist anstrengend. Vor allem ist auch dieses Gewicht. Er muss ja da diese 76 Kilo von Jakobi auch halten. Und guck mal, der drückt richtig. Der legt sich komplett auf ihn rauf, auch mit dem Unterarm rein. Das war ein Klatschertreffer. Ja, und jetzt ist Wilson hart. Harte Schläge. So, Wilson zieht den Kopf von Jakobi an sich ran. Selbst wenn Jakobi die Arme frei hat, da kann er keinen Druck aufbauen. Das ist das Gefährliche, wenn er sich rausholt und sofort mit dem Ellenbogen kommt. Da ist natürlich auch Power hinter. Ne? Er nimmt den ganzen Körper mit aus dem Rumpf heraus. Legt sich voll rein. Wenn so ein Ellenbogen einschlägt und du liegst am Boden, dann kann er sich auch schnell zum Knockout schießen. Ja, und Jakobi macht es auch richtig, geht erstmal weg, weil aber die Gefahr für den Abkick groß. Aber guck mal, Wilson steht auf, war in der Bedrängnis, marschiert nach vorn. Minute noch in dieser ersten Runde. Was kann Wilson in dieser Minute noch ausrichten? High-Kick-Versuch. Leider nur gestriffen. Aber weiter in der Vorwärtsbewegung. Also jetzt ist mehr Belauern als ernsthafte Attacke. Wilson will nochmal. War ungeschickt. Einfach ungeschickt gemacht. Viel zu einfach angekündigt und hat mich jetzt aber selbst überrascht, dass er jetzt den Infight, den Bodenkampf sucht und da auf den Takedown geht. Da hätte ich jetzt absolut nicht mit gerechnet.
Und jetzt ist er natürlich in der Position, in der du nicht sein möchtest. Nein, jetzt kriegt er. Aber schau, er ist wirklich wie so eine Klette, klammert sich sofort ran, dieser Chris Wilson. Ja, das war eine kraftraubende Runde für Elias Jacobi, der die Runde sicherlich dominiert und auch auf dem Punktzettel zugeschrieben bekommt. Genauso eine schwierige Runde für Chris Wilson, der viel, viel verteidigen musste, der viel Gewicht vom Gegner tragen musste. Wer MMA-Fan ist, dem kann ich nur ans Herz legen, schaut mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Instagram, Facebook, YouTube, ihr kennt das alle, brauche ich euch gar nicht alles aufzuzählen. Und ihr wisst ja, Support ist kein Mord, ihr tut uns einen Gefallen damit und natürlich auch allen Kämpfern bei We Love MMA. Also nicht vergessen, am besten heute Abend noch auf die Instagram-Seite mal ein Like da lassen, abonnieren und so weiter und so fort. So, wie viel Power hat noch Chris Wilson nach dieser Abwehrschlacht, die er liefern musste in der ersten Runde? Gegenfrage, wie viel Power hat Jacobi noch? Lass es dir gesagt sein von einem ehemaligen Profi-Bodybuilder. Muskeln brauchen viel Energie, viel Sauerstoff. Also von der Atmung her sieht man jemanden, dass er auch schwer atmet. Aber beiden sieht man es an. Mund offen, ziehen viel Luft rein. Ich hoffe auf eine spannende zweite Runde. So, Wilson erstmal am Anfang im Vorwärtsgang. Kurzen Kick schon rausgepackt. Und wieder so ein Spot-Kick, der hält fest. Jawohl, das darf er. Und jetzt Jacobi deckt den Gegner am Stand erstmal mit Schlägen ein. Aber es wirkt bei Jacobi gerade jetzt auch bei den Schlägen so, als wenn er sich zu sehr auf die Kraft verlässt. Das war alles immer mit Riesenpower, aber auch weit ausholend. Er wollte unbefriedigend viel Bums da reinlegen in diese Schläge. Ja, das hat wirklich einen Eindruck gemacht, als wollte er mit jedem einzelnen Schlag den Knockout erzwingen. Aber Knockout kannst du nicht erzwingen. Der muss sich einfach ergeben. So, und guck mal, Wilson einfach zieht runter, übers Knie streift die Hand des Gegners ab. Ja, schon ein Fuchs. Oh, jetzt nach wie vor. Oh, das Knie war drin. Das Knie war gut am Körper platziert. Wilson hat nachgegeben. War auch interessant. Jacobi nutzt nicht den Vorteil, sondern will im Stand weitermachen. Weil er in der ersten Runde auch nicht so richtig weitergekommen ist am Boden. Und er rechnet sich, glaube ich, auch aufgrund seiner Physis, seiner Kraft, die er hat, mehr im Stand jetzt aus. So lässt Wilson noch ein bisschen kommen. Ja, das ist, der pendelt schon so ein bisschen so schlapp hin und her. Aber beide pumpen jetzt schon schwer. Aber Jacobi hat, glaube ich, also wenn es um Schlaghärte geht, sicherlich den Vorteil. Ja, aber jetzt wird er auch schon schwerfällig. Eben beim Jab hat man schon gesehen, die Deckung fällt. Warte mal, da versucht er mit dem Körpertreffer. Er pumpt schon ganz gut. Er ist variabler. Da war eine Hand gut drin, noch mal eine Hand drin. Und Wilson sieht echt ganz schön mitgenommen und ausgezehrt aus. Aber sucht doch seine Chance, geht nach vorne. Yes. Kämpfer. Und er muss aber die Fäuste jetzt hochnehmen, sonst kommt einer von diesen Schwinger von Jacobi durch und der reißt ihn dann von den Füßen. Schau an, Wilson. Gut getimt. Abgetaucht im richtigen Moment. Ja, aber keinen Erfolg damit gehabt. Also, da werden beide jetzt erstmal sich eine kurze Verschnaufpause nehmen. Kurz durchatmen. Der Trainer ruft herein, er ist müde. Wir sind beide müde schon. Ich würde sagen, wem ruft das zu von den beiden? Ja, habe ich auch gerade gedacht. So. Wilson zieht wieder den Gegner nah an sich ran. Hakt hinten seine eigenen Hände ein. Und jetzt sind sie wirklich Brust an Brust. Jetzt natürlich eine schwierige Situation, weil Wilson muss zum Atmen natürlich auch noch seinen Gegner mit hochheben.
Das könnte Jacobi noch viel mehr ausnutzen. Er müsste sich komplett draufpacken. Aber der will finishen. Der will hoch, der will Ground and Pound starten. Der will sich lösen. Ja, Wilson will das natürlich nicht zulassen. Ja, aber er kriegt jetzt immer Schläge auf die Seite. Und da wird es atmen noch schwieriger, wenn du ohnehin schon ausgepumpt bist. Harter Ellenbogenstoß. Die waren sehr hart, die waren sehr hart. Die rechte hinterher von Elias. Jacobi ist am Drücker. Er könnte den Kampf zu Ende bringen. Er muss sich einmal aufrichten. Er sichert sich jetzt auf jeden Fall die zweite Runde. Ganz klar. Immer diese harten Ellbogen. Also natürlich jetzt auch viel, viel Druck, viel Muskelmasse, die Wilson aushalten muss. Oh, schaut. Oh. Kimura-Versuch. Ja. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wenn er den nach hinten dreht, ist vorbei. Zäher Hund, der Wilson. Das war schon ein knappes Ding. Aber der Griff ist noch da. Hey, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Tatsache, Wilson hat auch diese Sache abgewehrt. Bis hier gehört, das hat richtig eingeschlagen. Zweite Runde rum. Zweite Runde. Auch für Elias Jacobi. Jetzt Blessur bei Chris Wilson. Jetzt werden wahrscheinlich auch mal die Docs rein müssen. Die Cutmen sind schon bereit. Ja. Ulf Rabetke und Tobias Moritz, die versorgen da schon mal gleich diesen kleinen Riss da. Da fegt viel dabei. Das war halt dieses mit Kraft, mit Gewalt lösen wollen. Da hat Jacobi sich selber keinen Gefallen getan. Ja, da war halt zu viel Wille, zu wenig Technik. Aber dann halt die Runde sehr, sehr stark abgeschlossen. Der harte Ellenbogen. Das, was knallt und richtig Wirkung hinterlässt, das sind diese Ellbogentreffer. Das hat er gut gemacht. Die hat auch immer angesagt bekommen. Der Kampf ist aus. Der Kampf ist aus. In diesem Moment kommt das Signal. Jay Gürkel, der Referee, gibt das Signal. Die Ärzte haben das Duell gestoppt. Da ist ein Riss über der Augenbraue bei Chris Wilson. Und der lässt sich nicht so leicht stillen. Das Bluten geht dann weiter. Und da geht der Schutz des Kämpfers vor. So, Jacobi spricht dann noch mit. Jay Gürkel will vielleicht sogar weiterkämpfen. Er hat gesagt, warum brichst du ab? Ich hätte die dritte Runde gern noch angepackt, aber das geht nicht. Nein, da gehen die Cutmen raus. Das ist nicht möglich. Man sieht da richtig links über dem Augenbraue. Da ist jetzt viel Vaseline reingeschmiert worden. Das ist ein langer Riss über dem Auge. Unten auch vor allen Dingen am Augenlid ist auch so eine ganz kleine Wunde und das ist auch sehr gefährlich. Nee. Aber immer wieder erstaunlich, was für einen guten Job die Cutmänner machen. Wie schnell die es doch schaffen, so eine Blutung zu beruhigen, zu stillen. Ich finde das immer bewundernswert. Wenn ich mir mal einen Finger schneide, dann brauche ich immer tonnenweise Tempotaschentücher und Pflaster, bis es aufhört zu bluten. Und so ein Cutman. Ladies and Gentlemen, legen Sie die Hände zusammen für zwei großartige Kämpfer. Wir haben einen schönen Kampf gesehen. Chris Wilson, Elias Jacobi. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor der Urteilsverkündung möchte ich zwei Worte dazu sagen. Nicht nur die Referees haben das Recht, den Kampf zu stoppen, sondern auch das medizinische Personal, ein sogenanntes Medical Stoppage. Da geht es darum, Schaden vom Kämpfer wegzuhalten. Wir achten sie nämlich sehr und wir wollen sie möglichst bald wieder sehen. Einen exakt diesen Fall haben wir hier, Medical Stoppage zu Beginn der dritten Runde. Und der Sieg geht an Elias Jacobi. Ja, es war der Ellenbogen. Kurz vor Schluss der zweiten Runde.